Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei Banished. Wir haben mittlerweile Sommer, es ist 29 Grad. Ja, unsere Lebensmittel gehen zur Neige. Das ist so die Standardsituation hier am Anfang, jedenfalls bei mir. Wir müssen mal gucken. Ah, jetzt können wir hier 4 Fische einsetzen. Das ist alles nicht so schickimicki. Aber wir haben viel zu wenig Leute. Geld über haben wir 4. Ist auch, na, 4 müssen wir behalten. Also wir können jetzt nur hoffen, dass jetzt mal ein paar neue Leute einziehen, damit wir mehr Arbeitskräfte haben. Mal gucken, dass wir hier unser Feuerholz hat sich auch noch nicht großartig vermehrt. Und mal gucken, dass wir die Priorität hier von den Häusern mal hochsetzen. So. Und dann hoffen, dass sie jetzt hier wie die Irren diese Häuser bauen und dass wir neue Leute noch kriegen. Wir haben schon Sommer. Die Zeit rennt uns davon. Und es ist wirklich fraglich, ob wir jetzt noch schaffen, hier Lebensmittelvorräte ranzuschaffen für den Winter. Jo. Das ist natürlich so. Was könnten wir denn jetzt noch? Wer produziert denn noch Nahrung? Habe ich jetzt oben noch einen vergessen, der Nahrung produziert? Gut, man könnte jetzt noch einen Obstbaum, das dauert ewig. Wir könnten noch ein Geld über das Hut bauen, aber der braucht auch 4 Leute. Oder ein Feld? Ein Feld braucht. Wir brauchen erst mehr Leute. Bevor ich jetzt noch weitere Häuser baue, müssen wir erstmal gucken, dass wir überhaupt die versorgen. Und die Leute hier hoffentlich die Häuser bauen. Ah, es geht los. Ach nee, der baut noch den Weg. Schade eigentlich. Kann man hier noch irgendwo einen abziehen? Nicht wirklich, wa? Komm, wir ziehen noch einen Gator ab und machen noch einen Bauarbeiter mehr. Los, 5 Bauarbeiter. Egal. Egal jetzt. Wir müssen die Häuser fertig kriegen. Ist schon später Sommer, bald beginnt der Herbst. Mal gucken, ob die Blätter hier bunt werden von den Bäumen. Kann ich mich gar nicht erinnern. War bis jetzt immer so in Panik, so hektisch, dass ich darauf gar nicht geachtet habe. Jo, also ich finde die Grafik schön angenehm. Passt zu dem Spiel. Ah, es gibt ganz andere Spiele, die auch Spaß machen. Die noch mit einer viel, viel einfacheren Grafik auskommen. So, die Vorräte sehen relativ gut aus. So, unser Brennholz wird langsam mehr. Bei den Lebensmitteln bin ich mir nicht so sicher. Ah, Leute, komm, wir machen jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen höher. Ich verstehe jetzt nicht, warum die nicht an meinen... Da haben wir es wieder. Die bauen nicht an meinen Häusern. Warum nicht? Vielleicht braucht er für die normalen... Ah, komm, wir gehen mal nochmal... Wir nehmen mal noch ein paar runter. Vielleicht braucht er ja Laborer für diese Häuser. Irgendwie tun die sich extrem schwer, jetzt hier die Häuser zu bauen. Und hier kommen sie auch nicht aus dem Tee. Oh Leute, ihr baut mir viel zu viel Stein ab. Wir werden mal ein bisschen ein paar hier löschen, hier hinten. Dass sie nicht so viel Stein abbauen. So. So. Sie erstmal hier vorne nur den Bereich wegnehmen. Und hier würde ich ja mal... Ah, da wird er angefangen. Ja, sie bauen ein Haus. Da haben wir ja bald mehr Leute. Nahrung wird langsam mehr. Das ist ganz gut. Und wir werden jetzt mal sagen, wir wollen noch mehr Holz haben. Holt mir mal noch ein bisschen Holz hier aus der Ecke raus. So, ja, so wäre schön. Das würde mir gefallen. Ah, guck mal, jetzt geht's los. Komm, dann lass uns mal gleich noch mehr Häuser bauen. Damit wir hier irgendwie... Na, warum will er nicht? Wollte er jetzt nicht, oder was? Ja, jetzt hat er eins gesetzt.
hier auch noch eins. Hier machen wir noch eins. So. Noch zwei. Und da müssen auch bald neue Leute zu uns ziehen, die dann natürlich auch Nahrung brauchen. Deshalb werde ich schon mal pro forma jetzt ein Feld anlegen. Wir haben nicht allzu viel Platz dafür. Ich werde das mal hier hinten rein semmeln. Ob das nicht zu klein wird. Oh, guck mal, wie groß wir das machen können. Mach uns mal so ein großes Feld hier. Und da wollen wir haben... Weizen oder was ist das? Squash, weiß ich nicht. Weizen, komm, mach Weizen. Und dafür setzen wir jetzt... Wir haben ja nur einen, oder? Zwei. Ne, wir setzen nur einen Farmer ein. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gehört, dass ein Farmer für ein Feld reicht. So, der macht uns jetzt Weizen, glaube ich, ja? Hier geht's weiter, okay. Na, 5 ist eine ganz gute Geschwindigkeit. Aber ich werde mal jetzt mal kurz wieder... Ups. Ein bisschen runtergehen. Um mir hier mal... Na, 2 ist okay. Um mir mal ein Bild zu machen, wie es hier losgeht. So, wir haben jetzt 844 Lebensmittel. Brennholz haben wir erstmal genug, würde ich sagen. Und 844 Lebensmittel, naja, ich hatte schon schlechtere Spiele. Hier arbeiten 3 Leute. Da werden wir mal hochstellen auf 4. Den Gateway, da müssen wir eigentlich dann auch noch 4 Leute einstellen. Wobei der jetzt natürlich im Winter wird er ja gar nichts weiter finden, fällt mir gerade ein. Der wird ja keine Bären finden. Die Jagd, die wird im Winter weiterlaufen, denke ich. Naja, was ist da los? Sind da schon Kinder? Da war doch eben ein Kind. Wie läuft's bei dir? Zufrieden? Okay. So, 2 Bauarbeiter. Komm, wir stellen mal die Priorität hier für die Häuser höher. Und dann gucken wir mal, das war... Was könnten wir noch bauen? Was können wir jetzt noch... Noch was mit Nahrung würde ich bauen. Noch was mit Nahrung. Was könnten wir denn da machen? Wir könnten doch eigentlich noch so ein... Noch ein Gateway hat bauen. Und zwar diesmal hier hinten. Vielleicht, dass der... Hier. Genau. Was ist low? Holz? Ach du Scheiße. Holz ist low. Gut, dann hackt mal ganz viel Holz alle bitte. Und zwar hier. Bitte das ganze... Nee, warte. Nein. Nochmal alles löschen. Wir hacken hier mal nur Holz. Lass mal die Steine bitte liegen, sondern holt da nur Holz raus. Also die, die Zeit haben für sowas. Und hier werden wir nochmal einen schnellen kleinen Weg bauen. Warum schnell? Weiß ich auch nicht. So. Und. So. Der kann hier rein. So. Gut. Weiter geht's. Haben wir denn schon neue Leute? Ja, wir haben 2 neue Leute. Wie sieht's aus mit der Nahrung? Ja, sieht doch ganz gut aus. Vorerst. So, ich denke mal, dass die jetzt hier wie irre diesen Wald abholzen. Aber da fällt mir gerade ein, wir werden das mal nochmal löschen teilweise. Dass sie vielleicht nur den unteren Bereich hier abernten. Weil die sollen nämlich auch noch hier... Und hier. Und hier. Sollen sie auch noch Holz abernten. So, Brennholzbestand weiterhin stabil. Nahrung auch stabil. Also so weit bin ich ja bis jetzt noch gar nicht gekommen. Danke Leute, ihr bringt mir Glück. So, er baut hier ein bisschen Eisen ab. Okay, kann er machen. Hier haben wir ja noch Platz in unserem Storage. Man kann auch eine Handelsstation eröffnen. Also im Prinzip ein Händler. Der kommt da mit einem Boot vorbeigefahren. Könnte man hier... Ist da überhaupt eine... Ne, ist ein einzelner See. Okay.
Man braucht einen Fluss. Wo haben wir denn? Haben wir hier keinen Fluss? Doch, hier. Hier. Hier und. Oh, was ist denn hier? Hat der noch keinen Arbeiter? Ach du Scheiße. Haben wir vergessen zu besetzen. Hier, wo ein fließender Fluss ist, ein fließender Fluss. Da, wo ein fließender Fluss ist, da können wir. Ach, guck mal, wie viele Pilze hier wachsen. Da können wir einen Händler hin, also einen Handelsposten hinbauen und da kommt dann mit einem Boot ein Händler vorbei. Von dem können wir zum Beispiel Saatgut kaufen. Aber das werden wir jetzt, glaube ich, nicht machen. Weil dazu bräuchten wir erstmal einen bestimmten Überschuss an Rohstoffen. Oh, trotz Winter, unsere Nahrung wird mehr. Wir sind auf den richtigen Weg. Auf dem richtigen Weg. Dann würde ich doch rotzefrech noch ein paar Häuser bauen. So. Und so. So, wir haben Autospeichern eingestellt. Der speichert hier irgendwie alle 5 Minuten. Falls wir verhungern, fangen wir eh von vorne an. Glaube ich. Man kann jetzt auch einen Spielstand speichern. Das werde ich auch machen, wenn die Session vorbei ist, aber nur damit wir eben genau an diesem Punkt auch wieder anfangen können. Gut, alles läuft hervorragend. Ich bin sehr zufrieden. Wie viel? Ah, wir haben noch keine neuen Leute. Wir werden mal die Priorität hier wieder hochsetzen. Von der Hütte und von der Hütte. So. Die das mal bauen. Wir haben ja auch noch keine Laborer mehr, wa? Die brauchen wir auch gar nicht. Scheinbar jeder, der Zeit hat, hilft da so ein bisschen mit. Das ist sehr schön. Achso, es kann natürlich auch sein, dass die Laborer, hatten wir ja schon mal festgestellt, eventuell die Hütten bauen. Aber irgendwie werden manche Sachen auch gebaut, ohne dass es. Also den Unterschied zwischen Builder und Laborer könnte mir ja mal jemand in die Kommentare schreiben. Bin ich mir noch nicht so sicher. So, falls nur die Laborer jetzt Häuser bauen, habe ich mal noch einen zugeschaltet. Du bist doch schon bei Geschwindigkeit 5. Nee. Nur einfach mal frech sein und mal kurz auf 5 gehen. Gucken, ob die dann die Häuser fertig machen. Ist natürlich hier unsere Lebensmittel im Auge behalten. Wobei wir jetzt im Moment, glaube ich, gar nicht so viel machen können. Oh, er hat hier sein Limit erreicht. Nee, Holz ist alle. Holz ist alle. Gut, dann gehen wir mal wieder auf 2. Wir haben scheinbar auch zu wenig Leute zum Holzfällen, würde ich mal vermuten. Die haben einfach keine Zeit, um Holz zu fällen, die Jungs. Komm hier, nimm mal das ganze Zeug hier, das ganze Holz weg. Können wir überall noch was hinbauen. So, und das hier auch. So. Gut. So, da wird schon neues Fundament gebaut. Das ist sehr schön. Wir werden noch mal ein bisschen schneller. Oh, die Lebensmittel werden wieder weniger. Gleich ist wieder Frühling. Man kann ja mit dem Feld loslegen. Ich hoffe, das bringt dann was. Und wenn dann neue Leute zu uns ziehen, dann wüssten wir eigentlich auch. Ah, haha, der Winter ist vorbei. Glaube ich. Nein, es ist immer noch Winter. Oh, es hagelt. So. Und so. So, da bauen wir noch 2 Häuser und dann haben wir mal schön Zuzug an Leuten. So. Ah, guck mal, jetzt ziehen da scheinbar ganz viele Leute her. Was mit ihm hier? Ach, er hat immer noch kein Holz, okay. Der Farmer fängt an zu arbeiten, sehr schön. Jetzt haben wir frühen Frühling. Ist hier unsere Hütte schon fertiggestellt worden? Nein, noch nicht. Da müssen wir wohl die Prioritäten ein bisschen hochsetzen. Da ist ja noch unser zweiter Pilzesammler am Start. Wie war es jetzt hier hinten mit der Fischerhütte? Wo war die?
Dreh dich. Ah, hier. Wie viele Leute haben wir da? Können wir natürlich auch hier sehen. 4 von 4. Okay, da können wir nicht mehr. Da können wir jetzt im Moment nichts ändern. Wir könnten sogar noch eine zweite Fischerhütte bauen. Und zwar könnten wir die vielleicht hier hinten an dem Fluss bauen. Was haltet dann davon, wenn wir mal ganz unverschämt sind und hier noch eine Fischerhütte hinbauen? Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Es fängt schon wieder an zu regnen. Danke fürs Zuschauen. Und besucht mich auf meinem Kanal. Es gibt noch viele andere Spiele, viele andere Videos. Ich hoffe, es gefällt euch hier. Dann lasst ein Abo da. Kommentare, Daumen hoch und so weiter. Pipapo. Dankeschön und auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge.